Wie man sieht, die Strecke ist wirklich lang. Ihr müsst auf dieser Strecke sehr vorbereitet sein. Sobald ihr diesen Tunnel betretet, solltet ihr die volle Hungerleiste haben, die Durstleiste, Getränkeleiste sollte voll sein. Das Auge bedeutet ja eigentlich, wie ich schon mitbekommen habe, seine Müdigkeit. Die sollte wirklich voll sein. Oder zumindest nur vielleicht einen Millimeter weg. Und das Thermometer. Ja. Das kann man nicht hindern. Da müsst ihr euch mal ein Lagerfeuer ab und zu machen. Okay. Guck ich mal. Aber rein kann man hier nirgendwo. Ne, Metallschrott nehme ich jetzt nicht mit. Das ist mir alles viel zu schwer. Wir haben das gerade mit dem Speer erledigt. Aber Stoff nehme ich mit. Das braucht man nämlich ziemlich oft. Wo ist denn die Schiene? Da. Jetzt verlaufe ich mich hier noch fast. Das geht ja nun mal gar nicht. Naja, dieser. Ja, der wird auch wegrennen. Dadurch hätte ich jetzt ein normales Spiel, also ein normales Mod hier gemacht, also im normalen Spielverlauf, hätte mich der Wolf wahrscheinlich angegriffen und ein Schwert sowieso. Und dadurch, dass ich Anfänger gemacht habe, ist das wahrscheinlich hier der friedliche Mod. Gut, der Bär, der hält sich natürlich nicht da dran. Aber so ist erstmal ganz gut. Ja, und ist wie bei Animalica friedlich, und was passiert? Die Wölfe greifen einen trotzdem an. Nur die Monster sind eben nicht da. Die Monster sind eben nicht da, und das ist der ausschlaggebende Punkt. Animalica war ja auch nicht schlecht, also hat sich gut entwickelt, und das ist noch die Alpha-Version von Animalica, die jetzt noch am Laufen ist, mit dem zweiten großen Update. Ich bin da ehrlich, ich bin da erstaunt. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch. Ja, da war viel und da kam ewig nichts. Dann kam ein zweites Update und da hatte ich von der Grafik her, von der Grafik sowieso nicht. Die Grafik ist immer noch genauso geblieben wie vorher. Die war okay, aber nicht gut. Aber sonst, ja, ich war erstaunt gewesen. Oh, müsste ja schon Beta sein, jetzt die Vollversion. Dann schaue ich nach. Nein, ist immer noch die Alpha. Das Ding ist immer noch Early. Oh oh. Was passiert denn da? Ich werde mal ganz schnell verschwinden hier. Wenn so ein Vieh da ist, schaut bitte nicht zurück. Ja, weg. Der Bär stand hinter mir. Und jetzt ganz schnell zum alten Mann. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich bin auf jeden Fall richtig. Abspeichern. Jetzt, wo meine Werte noch gut sind. Boah, ist das ein Schneesturm. Ich stelle mich mal kurz hier unter. Wenn man sich unter diese Felsformation stellt, dann wird einem nicht so schnell kalt. Wenn man sich mal ausruhen will, stellt euch nicht hier in den Wind rein, sondern das ist wirklich realistisch. Man stellt sich hier quasi in die Felsformation rein. Egal, ob es draußen kalt oder warm ist, man ist hier drinnen geschützt. So.
Habe ich überhaupt meinen Schlafsack dabei? Ja, gut. Ich habe den ja einmal liegen gelassen aus Versehen. Das war ja nicht gut gewesen. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier lebend ankomme. Aber im Moment läuft der ja so ein bisschen gebrechlich herum. Er hat Schmerzen in der Hand. Gut, dann gebe ich ihm ein Schmerzmittel. Ja, ich laufe jetzt ganz geschmeidig mal hier lang. Wenn ich bei der Hütte angekommen bin, nee, ich laufe jetzt hier lang. Schaut doch mal die schönen Tiere an. Warum soll man denn das hier verpassen? Ich finde das sowas von toll. Birkenrinde nehme ich mit. Ich müsste es eigentlich in der Theorie schaffen. Und dann muss ich mich erstmal definitiv beim alten Mann ausruhen. Das steht auf jeden Fall schon mal ganz fest. Die Majestät des Waldes. Wie geschmeidig die dort durch den Schnee springen können, ohne sich die Pfote zu verstauchen. Die Hirsche. Hufen. Ihre vier Beine. Oh, Kufen, keine Ahnung. Mein Allgemeinwissen ist da veraltet. Na, auf jeden Fall, die springen ja durch den Schnee, den Berg hinauf. Als ob es den ja nicht ausmacht und der verstaucht sich schon die Hand, wenn er bergauf geht und eine Fackel in der Hand hat. So. Ich möchte überleben. Jetzt lass mich zum Haus. Nee, eine Lagerkraft habe ich mir ja wirklich nicht ausgesucht. Das ist ja echt ein Lara Soft. Ein Lara Soft, aber keine Lara Croft. Ja, ich werde erstmal auf jeden Fall ein Schläfchen machen bei dem Typen im Haus. Mich komplett ausruhen, bevor ich überhaupt mit dem quatsche. Wenn nicht gleich wieder diese Sprachfunktion irgendwie reingequetscht wird gegen meinen Willen. So, ich hoffe, er lebt noch. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden ich hier schon an dem Spiel gespielt habe jetzt. Auf jeden Fall habe ich einige Errungenschaften geschafft. Das weiß ich. So, und rein. Wow, lange, lange Strecke.